Servus zusammen! Heute stelle ich euch mal die Tiki-Serie vor von Exoterra. Und zwar ist das Ganze aus lebensmittelfreundlichem Holz gemacht, das heißt ungiftig für die Tiere. Wo fangen wir an? So viele geile Sachen, kann man gar nicht entscheiden. Fangen wir mit dem an. Kokosnuss kann man hernehmen als Wasserschale oder als Futterschale. Was man nur dazu sagen muss, es sind nirgendwo an den ganzen Sachen scharfe Kanten. Es ist alles glatt und dadurch, dass das Ganze so glatt ist, tut es die Bakterien absorbieren. Das heißt, die bleiben mit haften. So, da haben wir noch eine kleine Wasserschale oder Futterschale. Das schaut alles so extrem echt aus. Echt, das ist faszinierend. Da haben wir was Kombiniertes. Einmal eine Höhle plus Futterschale. Höhlen wissen wir ja, brauchen unsere Tiere erstens mal zum Verstecken, dass sie wieder ein bisschen runterkommen, Stress reduzieren, nennt man sowas. Das nächste ist, man kann unter der Höhle den Bodengrund befeuchten, damit er da die ganze Feuchtigkeit aufnehmen kann, weil das brauchen sie ja. Dann kommen wir wieder zu was, wie ich sage, perfekt durchdachten Teil. Einmal Versteck, Höhle. Man kann sie unten feucht machen, wie wir schon gesagt haben. Und was richtig cool ist, zeige ich euch. Und zwar kennt ihr alle diese coolen Teile. Ich mache das jetzt mal auf. Kann man das Ganze da oben perfekt reinmachen. Und er hat gleich noch was zum Klettern und zum Essen. Mega, oder? Als Überleitung von dem Ganzen nehmen wir mal gleich diese zwei Teile da. Erstens mal wieder Versteck, wie man sieht dahin. Dann kann man in die ganzen kleinen Aussparungen Wasser reintun. Vom Befeuchten rinnt es dann auch perfekt da rein. Und, jetzt muss ich schauen, dass es trifft, wieder für unsere Süßigkeiten, sagen wir mal so, gibt es da oben wieder eine Halterung. Und es gibt es in zwei verschiedene Größen, das heißt für kleine Terrarien und für große. Dann gehen wir über zum schönsten überhaupt, die Brunnen. Wie ihr seht, gibt es auch in zwei verschiedenen Größen. Das Coole ist an den Brunnen, es regt die Tiere an zum Trinken, weil das brauchen sie durch das Wassergeräusch. Wie ihr seht, der ist leider schon ein bisschen dreckig, ist bei uns schon länger in Verwendung, weil, wie man sieht, unsere zweite Heimat, Hawaii. Wir lieben die ganzen Dickies über alles. Beim Brunnen, aber da tue ich jetzt erst noch ein paar Sachen auf die Seite, dass das jetzt so vollgestellt ausschaut.